Der erste Kandidat ist der Hüter des Feldes in der Nähe von Staffelstein. Das lange Leben der oberfränkischen Stieleiche geht langsam zu Ende. Durch eine Pilzerkrankung ist ein Teil der Krone abgestorben. Der Coburger Horst Schunk begleitet den Rasierpinsel, wie er auch genannt wird, seit über 40 Jahren. Der Fotograf hat in dieser Zeit den Baum tausende Male porträtiert. Ginge es nach ihm, wäre das Ende des Baumes zugleich ein neuer Anfang. Ich würde mir wünschen, dass hier in dieser Wiese, jetzt bevor er schon abgestorben ist, endgültig, dass ein neuer Baum gepflanzt würde, auch wieder so eine Stieleiche, damit die Geschichte einfach weitergeht, vielleicht wieder 1000 Jahre. Der Baum ist zweifellos eine der ältesten Eichen Bayerns. Doch wie alt er genau ist, ist unmöglich festzustellen. Nachdem er auch völlig hohl ist, fragen viele Leute, wieso wird er überhaupt noch grün? Ein hohler Stamm macht dem Baum nichts aus. Lebenswichtig für ihn ist die Schicht, die direkt hinter der Rinde liegt, das Kambium. Dort ziehen sich dünne Röhrchen hin, die Tracheen, die Wasser und Nährstoffe aus dem Boden bis in die Blätter leiten. Die Blätter wiederum versorgen den Baum mit Zucker. Auch bei einem hohlen Baum gibt es aber die Möglichkeit, das Alter zumindest annähernd zu bestimmen. Durch das Messen seines Umfangs. Wir kommen auf 6,30 Meter in etwa, haben aber in einer Höhe gemessen, vielleicht von 1,20. Also wenn wir jetzt 50 cm weiter runtergehen würden, kämen wir locker auf 7 Meter. Also wir hatten einen beachtlichen Umfang, muss man sagen. Diese 6,30 Meter kann man dann mit einem Altersfaktor multiplizieren, der von der Baumart abhängt. Beim Hüter des Feldes wären das 630 cm mal 0,8 für die Eiche. Macht ein geschätztes Alter von etwa 500 Jahren. Es könnten aber auch ein paar Jahrzehnte mehr oder weniger sein. Weiter geht's mit Jürgen Schuller. Nach Ried in der Oberpfalz. Hier steht der Lieblingsbaum des Biologen, die Wolframslinde. Auch sie ist angeblich 1000 Jahre alt. Zu ihren Füßen soll Wolfram von Eschenbach um das Jahr 1200 Teile seines Parsifals gedichtet haben. Der Stamm ist eine Ruine. Doch die Baumkrone saftig grün. Linden haben eine Besonderheit, die ihnen hilft, uralt zu werden. Mit zunehmendem Alter werden die Stämme hohl. Und mit zunehmend größerem Hohlraum, zunehmend größer werdenden Hohlraum, füllen Linden diese Hohlräume mit neuen Wurzeln. Da kann man eine sehen, die dann aus dem Inneren des Stammes nach unten wachsen. Ja, hier ist eine weitere, hier auch eine, hier eine, hier eine. Die dann von innen her wie ja, die Stahlseile einer Hängebrücke den hohl werdenden Stamm verspannen. Zusätzlich werden die Äste seit den 1970er Jahren von Eisenstangen gestützt. Andere Sanierungsmaßnahmen waren unsinnig, ja sogar gefährlich. Baumwachs sollte den Stamm imprägnieren und hätte die Linde fast getötet. Man wollte damit den Baum vor Pilzbefall schützen. Nur das Problem war, die Verbindung zwischen diesem Baumwachs und dem Baum ist nie fest. Das heißt also, es hält sich Wasser dahinter, es bilden sich Hohlräume und dort wachsen natürlich geschützt die Pilze erst recht. Und die Zerstörung des Holzes geht schneller vonstatten als ohne diese Schutzmaßnahme. Aber auch das hat die Wolframslinde überlebt. Denn Bäume sind Überlebenskünstler. Sie haben keine Organe, sondern nur Millionen von Zellen. Die kann der Baum ständig erneuern. Bricht ein Ast ab, entsteht ein neuer. Der Baum verjüngt sich selbst von innen nach außen. Das innere Kernholz stirbt mit der Zeit ab. Doch die aktive Schicht unter der Borke kann über Jahrhunderte neue Zellen produzieren.
Auch bei der Wolframslinde verrät der Baumumfang das ungefähre Alter. Wir kommen hier in einer Höhe von ca. 1 Meter auf einen Stammumfang von 12,50 Meter. Und damit gehört sie auf jeden Fall zu den ganz Großen im Lande. Also 1250 cm mal 0,8 für die Linde macht laut Schätzung 1000 Jahre. Der letzte Kandidat für den Titel ältester Baum Bayerns ist die Eibe von Balderschwang. Sie steht im Allgäu auf 1100 Metern Höhe. Gehegt und gepflegt wird sie von Gastwirt und Bürgermeister Konrad Kienle. Er ist überzeugt davon, dass Balderschwang den ältesten Baum Bayerns hat. Er soll zwischen 2.000 und 4.000 Jahre alt sein. Ich denke, mindestens 3.000 ist er, weil die Geschichte sagt, vor 2.000 Jahren ungefähr an Jesu Geburt hat der Blitz hineingeschlagen in diese Eibe, die früher ein Stamm war, hat ihn geteilt und seitdem wächst er in zwei Stämmen. Die Legende hat einen wahren Kern. Denn die beiden Stämme sind laut Analyse genetisch identisch. Das heißt, sie sind entweder Triebe des einstigen Hauptstammes oder tatsächlich uralte Überbleibsel eines gemeinsamen Sockels von mindestens 7 Meter Umfang. Je nachdem ist sie geschätzt also 800 oder sogar 1500 Jahre alt. Da bekommt man schon eine große Demut, wenn man was sieht, was das für eine Lebensleistung ist, wenn so ein Baum in so einem Hochtal Wind und Wetter, Schnee und Sturm trotzt und trotzdem das so lange geschafft hat, hier zu überleben. Und ich hoffe, er schafft es noch ganz lange. Die Eibe von Balderschwang hat gute Chancen auf den Titel ältester Baum Bayerns. Aber ganz sicher wird man sich wohl nie sein. Und das ist gut so. Denn die Baumkreise sind jeder für sich absolut einzigartig und unersetzbar.